von herzlich willkommen bei den Joybombs. Heute geht es ums Thema Freiheit und ich möchte an dieser Stelle einfach mal meine Stimmbänder ein bisschen zum Vibrieren bringen. I've been looking for freedom. Ist jetzt umstritten, ob das wirklich diese Art von Freiheit ist, die wir meinen. Aber lass uns einfach mal ein kleines bisschen reinstarten, liebste Joybomb, und lass uns mal Sophie willkommen. Hallo Sophie! Hallo Daniela! Hast du Lust, über Freiheit zu quatschen? Ja, unbedingt! Unbedingt, ja. Gut, magst du loslegen? Ja, voll gerne. Also wir können ja damit starten, was wir Menschlein manchmal uns so in unserem süßen Kopf überlegen, was Freiheit ist. Viele denken ja, dass Freiheit etwas damit zu tun hat, wie viel Geld man hat. Und wenn man dann mal Geld hat, dann ist man frei. Oder was gibt es denn noch so? Ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich immer gedacht habe, ja, wenn ich mal meinen Rucksack packe und auf Weltreise gehe für ein halbes Jahr, dass das Freiheit ist. Und es war zwar eine coole Reise, aber ich war definitiv nicht frei. Und als ich nach Hause gekommen bin, wollte ich ganz schnell wieder weg. Und die anderen denken, ja, wenn ich in der Höhle sitze und meditiere, dann werde ich frei. Nichts gegen Meditation an dieser Stelle. Und das Ding ist aber, oft will man ja dann gleich auch wieder zurück in seine Höhle. Also was ist, wenn Freiheit wirklich nichts damit zu tun hat, sich zu verstecken oder ja, dass man sich Freiheit eben erkaufen kann oder dass man sich verkriechen muss und dann ist man frei. Was ist, wenn das alles nicht unbedingt Freiheit ist, weil es ist es auch nicht. Ja, was ist, wenn Freiheit einfach auch genau das Gegenteil von Flüchten vor dieser Realität ist? Ja, genau. Was hast du denn noch irgendwelche Aspekte, wo du so siehst, was Menschen denken, was Freiheit ist? Ja, also ich kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe, als ich beschlossen habe, dass ich gerne ein eigenes Business haben will, haben sich für mich die Monate, bis meine Festanstellung quasi zu Ende war, gezogen wie ein Kaugummi. Und ich dachte so, boah, der Tag nach meinem Ende, das ist der Tag, an dem die Freiheit beginnt. Ja, nein, das war überhaupt nicht so. Es war wirklich sehr, wie soll ich sagen, also die Realität hat mich echt schnell eingeholt, weil ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und ich habe festgestellt, okay, ich fühle mich einfach gar nicht anders, es ist nichts anders. So, ich war ein bisschen aufgedunsen, weil ich am Abend zuvor recht viel noch Abschiedstränen vergossen habe, aber es war jetzt nicht, dass ich sage, ey, yo, auf einmal ist alles anders, ne? Und das ist, ich finde, das ist ganz oft, dass wir aus einer, ich benutze jetzt mal das Wort falsch, ja, aus einer falschen Motivation heraus etwas tun. Und liebste Joybomb, an dieser Stelle, bitte versteh mich richtig. Ich glaube nicht an richtig und an falsch, an dieses festgenagelte richtig und falsch. Ja? Ich glaube aber trotzdem, dass wir für uns einfach gute und weniger gute oder passende und weniger passende Entscheidungen treffen können oder Wahlen treffen können oder ja, wie auch immer. Und da geht es auch nicht darum, wenn du eine Wahl getroffen hast, mit der du nicht so zufrieden bist und wo du merkst, boah, irgendwie, da habe ich jetzt ein bisschen in den Senf neigelangt, ja, dann bedeutet das nicht, dass du dich dafür falsch machen musst, sondern dass du einfach eine neue Wahl triffst. Das meine ich mit einer falschen Entscheidung, ja. Und für mich war es einfach so, ich habe so sehr geglaubt, dass dieses Ende von meiner Festanstellung macht, dass ich auf einmal wirklich über Nacht ein komplett anderer Mensch bin, mit anderen Gewohnheiten, mit anderen Gedankenstrukturen, dass auf einmal mein Gehirn ein anderes ist, mein Körper ein anderer ist. Ja, so. Und das ist eine Erwartungshaltung. Ja, ich glaube, es ist auch sehr gesund, dass ich da aufgelaufen bin. Ja, weil es gibt Veränderungen, zumindest aus meiner Erfahrung, die über Nacht passieren können. Und es gibt aber trotzdem auch diese, ja, das ist wie so eine Sandbank, finde ich, auf der du aufläufst, wo du dann auf einmal feststellst, ja, okay, alles klar, ich habe jetzt irgendwie da doch Erwartungen reingelegt. Und Freiheit in meiner Ansicht ist erwartungslos. Freiheit, wenn wir mal Nelson Mandela hernehmen, der einfach so viele Jahre lang im Gefängnis saß und
trotzdem Freiheit gefühlt hat oder Freiheit gelebt hat, sich frei gefühlt hat, ja, weil er sich dessen bewusst war, dass er seine eigenen Gedanken kreiert, also dass er wählt, was er glauben will, dass er wirklich verstanden hat, meiner Meinung nach, was der freie Wille wirklich ist. Also was du den Joyboms da draußen mitgeben möchtest, ist, dass es ja darauf ankommt, also das ist ja jetzt kein Bashing auf selbstständig sein oder nicht selbstständig sein, und du sollst dich da draußen auch wieder mal nicht aufhalten deswegen, sondern was du, glaube ich, sagst, Daniela, ist auch dieses, aus welcher Intention mache ich es? Mache ich es eben, weil ich es mit Freiheit in Verbindung setze und koppel, oder mache ich es wirklich, weil ich meiner Energie folge? Genau. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass jede Wahl, die ich treffe, wenn ich meiner Energie folge, die bringt mich mehr in diese wahrhaftige Freiheit. Ja, total. Ja. Ja, also was du schon Schönes angesprochen hast, ist ja eben so dieses, also Freiheit beginnt ja mit dir selber. Wann immer eben du für dich wählst und wirklich das wählst, was sich für dich stimmig anspürt, ist das meiner Meinung nach Freiheit. Ja, also da, wo du dich quasi nicht einkaufst in die Ansichten anderer Menschen, oder da, wo du dich nicht einkaufst in, was ist jetzt der richtige und der falsche Weg und wie muss man es machen. Also ja, das ist alles Freiheit. Ja, ich habe noch ein cooles Beispiel, und zwar habe ich festgestellt, wie schnell in mir so ein unzufriedenes Unfreiheitsgefühl hochkommt, jetzt, wo ich Mama bin. Und für mich ist das so schnell spürbar mittlerweile, weil immer dann, wenn ich das Gefühl habe, eingeschränkt zu sein, weiß ich, dass ich mich irgendwo eingekauft habe, was nicht meiner Energie und meiner Wahrheit entspricht. Und im weiteren Sinne, das ist einfach meine Ansicht, glaube ich auch, dass mein Sohn und ich quasi, also wir haben uns ja füreinander entschieden. Das bedeutet, in meiner Welt ist es unmöglich, dass ich mich verstellen muss, damit es ihm gut geht. Dass ich irgendwie zurückschrauben muss oder mich selber einsperren oder einkasteln muss. Und ich bin mir dessen gewahr, dass das super easy jetzt gerade dahergesagt ist, ja, weil das sind sehr intensive Momente von Zeit zu Zeit. Und ich bin mir sicher, das kennt jeder Mensch in seinem Leben, egal ob Eltern oder nicht, ja, dass die Momente, in denen da was hochkommt, wo wir uns einfach unfrei fühlen und eingeschränkt oder limitiert, ne? Letzten Endes sind es halt eben die Limitationen, die hochkommen. Das kann sich für einen Moment einfach anfühlen, als wäre es die Realität. Und wenn du merkst, dass du an so einem Punkt bist, du kannst dir erstmal High Five geben, dass du gemerkt hast, dass du an so einem Punkt bist. Weil ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der Großteil der Menschheit läuft rum, fühlt sich miserabel und weiß nicht wieso. Ja, und ist sich dessen nicht gewahr, was hier gerade läuft. Das bedeutet, Joybomb, bitte, ganz fettes Ausrufezeichen, erkenn dich dafür an, wenn du merkst, dass du gerade deinen Limits aufsitzt. Was nicht heißt, dass du nicht alles kreieren kannst und dass du alles möglich machen kannst und dass du mit allem umgehen kannst. Aber es könnte ein Indikator sein, dass gerade etwas, eben diese Schwere könnte der Indikator sein, dass du gerade nicht für dich deine Freiheit wählst. Genau. Weil, also letzte Sache dazu, ich will da jetzt auch gar, also es soll ja keine Podcast-Folge über das Elternsein werden. Und trotzdem merke ich einfach, dass es so, so coole Beispiele hat, weil ich merke, dass ich teilweise wirklich nur durch diese innere Wahl, mich frei zu fühlen, ja, dass sich die komplette Situation ändert, obwohl von außen betrachtet ändert sich gar nichts. Ich wechsle meinem Sohn immer noch die Windeln. Es ist alles easy und von außen betrachtet super, in Anführungszeichen normal. Nur meine Energie verändert sich in dem Moment, in dem ich meinen freien Willen benutze und wähle. Wow. Und spannend ist es auch eben mit den Erwartungshaltungen und den Bedürfnissen. Das Coole ist auch da zu wissen, eben man muss ja die gar nicht erfüllen. Also klar haben Menschen Erwartungshaltungen und Bedürfnisse. Und auch wenn du Erwartungshaltungen und Bedürfnisse hast, es ist okay. Sie machen dich nur nicht unbedingt frei.
Also kannst du dir auch deiner eigenen Erwartungen und Bedürfnissen klar werden und sie vielleicht einmal auch ein bisschen begutachten und schauen, okay, woher habe ich denn das? Ja, wo habe ich das schon wieder abgekauft, dass ich das alles haben muss? Wem gehört das eigentlich? Und genau, worauf wollte ich hinaus? Du musst Bedürfnisse und Erwartungen von anderen Menschen nicht erfüllen. Es kann einfach okay sein, dass sie das haben, aber du musst damit nichts machen. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, gibt einem auch wahnsinnige Freiheit zu wissen, okay, ich bin mir zwar gewahr, dass der Mensch jetzt Erwartungen und Bedürfnisse hat, nur ja, ich muss nichts damit tun. Wie oft denken wir immer, wir müssen etwas tun mit den Dingen, mit denen wir konfrontiert werden. Und ich glaube, das ist auch so dieses Freiheitsding. Ja, du hast mehr Freiheit, wenn du weißt, okay, ich muss aber nichts tun damit. Ich kann es so stehen lassen. Absolut, absolut. Und ich finde auch, die Kunst dahinter ist, wirklich das zu üben. Mhm. Weil, ne, ich meine, wie lange sind wir vielleicht auch einfach immer in Reaktion gewesen mit unserem Umfeld? Und es ist halt auch einfach okay, wenn es am Anfang ein bisschen, ja, wie sagst du immer so schön, einfach ein bisschen unkomfortabel ist, sein Verhalten zu verändern. Und was ist, wenn es aber auch total okay ist? Und wie viel Spaß kannst du damit haben? Und wie viel schneller kannst du eben auch erkennen, was es kreiert, wenn du deine Freiheit wählst und eben nicht, ja, dieser Spielball auch bist, ne? Sondern... Mhm. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir selber so diese Erlaubnis gebe, nichts machen zu müssen mit meinen Wahrnehmungen, ne, immer machen zu können, wenn ich will, aber nichts machen zu müssen, das kreiert ein unglaubliches Gewahrsein und auch es kreiert so viel mehr auch für mein Gegenüber, auch wenn da vielleicht dann, also auch wenn das für mich bedeutet, dass ich vielleicht einfach aushalten muss, dass jemand frustriert ist oder mal sauer auf mich. Ja, oder da ist halt wieder dieser schöne Punkt, oder? Derjenige ist dann so ein bisschen irritiert. Mhm. Genau. Ja. Genau. Ja. Was wieder wahre Fürsorge ist. Ja, da sind wir. Es kommt immer wieder zur Fürsorge zurück, oder? Ja, voll. Ja. Mhm. Ja. Für mich ist auch so diese Freiheit, eben sich selbst nicht mehr zu bewerten. Wie viele Menschen da draußen bewerten sich nonstop selber. Das ist, glaube ich, so ein Thema, das zieht sich auch wie so ein roter Faden schon durch alles durch. Ja, sich nicht mehr bewerten zu müssen, aber auch so sich nicht mehr beweisen zu müssen, sich nicht rechtfertigen zu müssen und vor allem sich auch nicht mehr erklären zu müssen. Mhm. Und das ist ja, was du so schönes gesagt hast, das sind alles Reaktionen. Mhm. Genau, genau. Und ich möchte da an der Stelle noch eine Sache ansprechen. Das bedeutet, also das, was wir gerade so sagen, ja, und das, was wir dir mitgeben wollen, ist, dass du für dich wählst, ja, und du erkennst eine Reaktion immer daran, dass du einfach irgendwie handelst und agierst und das Gefühl hast, irgendwie keine Kontrolle über dich zu haben, so ein Stück weit, ja. Das ist immer so dieses schnell rausschießen mit irgendwas zum Beispiel. Und das bedeutet aber jetzt nicht, wenn wir sagen, du sollst dich nicht mehr rechtfertigen und du sollst das nicht und du sollst das nicht, dass du jetzt stumm in der Ecke sitzt und gar nichts mehr machen darfst. Ja, überhaupt nicht. Sondern wozu wir dich einladen, ist wirklich zu wählen und deiner Energie zu folgen. Da hatte ich letzte Woche ein cooles Gespräch mit meinem Mann drüber. Ich hatte so eine Situation mit einem anderen Menschen. Und habe ihm einfach davon erzählt und ich war relativ entspannt damit und habe aber gemerkt, mit ihm macht das total was, hat er dann auch gesagt, er so, boah, das triggert mich total und er wird da am liebsten und ist da halt voll so auch in diesen Modus gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich das halt voll nachvollziehen kann und dass das für mich aber in dem Fall jetzt einfach gerade nicht funktioniert und ich möchte da jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen und mal schauen, was ich damit machen will oder ob ich überhaupt was damit machen will. Und dann war er erst echt irritiert davon und dann kam er so eine Stunde später, sagt er, Schatz, mega, mega cool, weil ich habe jetzt gerade richtig gemerkt, ich glaube, ich hätte jetzt echt einen Bockmist geschossen, wenn ich da einfach losgeprescht wäre. Und dann sag ich, ja, so, und wie oft ist mir das halt auch schon passiert und ich habe mir aber jetzt wirklich vorgenommen, okay, bevor ich reagiere, atme ich mindestens einmal durch. Minimum einmal. Und oder du kannst einmal rufen, Joy Bombs. Das ist eh das Tool für alles, oder? Ja, genau. Und das ist
das ist, finde ich, wahre Freiheit, mir selber bewusst zu machen, hey, ich kann wählen und ich darf wählen und ich wähle. Das ist so ein cooler Punkt, weil das bedeutet ja auch, sich eben nicht von Gefühlen, Gedanken, Emotionen, ja. Zweifel, ja. Ängste und von all diesen Sachen steuern zu lassen. Genau. Wie oft lassen wir uns so sehr von all den Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, gleich einmal steuern. Jawohl. Anstatt einmal eben durchzuatmen, okay, was nehme ich hier wahr, was weiß ich hier, was kann ich jetzt wählen. Du kannst dich auch selber fragen, ich mag auch dieses Tool gerne, sich selbst zu fragen, Wahrheit, bin ich gerade in Reaktion oder Wahrheit, bin ich gerade in Aktion? Genau. Aktion ist eben dieses bewusste Wählen. Und eine Reaktion ist sofort, wie die Daniela gesagt hat, so rausschießen mit irgendetwas. Genau. Das ist so geil. Das ist so geil, dieses Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe mit meinem Mann. Weil ich habe mich dann am nächsten Tag entschieden, damit was zu machen. Und einfach, er hat gemeint, dass hätte ich ihm das gestern gesagt, hätte er mir sozusagen ja wie so ein bisschen vorgehalten, dass ich ja schon wieder ins Rechtfertigen gehe und bla bla bla. Aber ich habe einfach nur Stellung bezogen, weil ich gespürt habe, es ist mir wichtig und weil mir auch dieser Mensch wichtig ist. Ja, und nur weil du zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, auf jemanden zugehst und mit jemandem über ein Thema sprichst und auch eine Meinungsverschiedenheit oder einen Konflikt klärst, bedeutet das nicht, dass du dich rechtfertigst und klein machst. Mhm. Weil es ist immer die Energie dahinter. Wenn du natürlich aus dieser Emotion heraus sagst, ja, aber ich habe das gar nicht so gemeint und überhaupt, und wieso verstehst du mich immer falsch? Das ist ein komplett anderer Vibe, als wenn du dir echt den Raum gibst. Und das kann manchmal richtig unkomfortabel sein, dich selber, quasi dir selber auch zuzumuten und nicht loszuschießen, sondern zu sagen, okay, cool, was nehme ich hier wahr? Ne, das, was Sophie gerade gesagt hat. Und dann zu schauen, okay, gut, wie gehe ich damit um und was möchte ich hier wirklich sagen? Was ist mir wichtig, dem anderen Menschen mitzuteilen? Möchte ich dem anderen Menschen was mitteilen? Kann er es empfangen, genau. Wenn ich sie mitteile? Genau. Mhm. Und ist es mir vielleicht auch wurscht, ob er es empfangen kann oder nicht? Mhm. Sondern ist es mir einfach wichtig, das einmal ausgesprochen zu haben? Kann ja auch sein. Ja. Genau. Ohne wieder eine Erwartung, dass der andere versteht oder darauf dann wieder eingeht oder diese ganze Soße. Genau richtig. Ja. Und das ist Übungssache. Ja. Freiheit ist Übungssache, oder was sagst du? Freiheit ist eine komplette Reise, auf die wir uns begeben haben. Also Freiheit, würde ich auch sagen, ist tatsächlich das Commitment zu dir und zu deinem Leben. Das ist Freiheit. Also auch so, was bei mir so in letzter Zeit auch so hochkam, war ja dieses Ding, also du arbeitest mit anderen Tools wie ich und wir kommen aus zwei verschiedenen Modalitäten. Letztendlich sagen wir aber beide das Gleiche. Und auch da zu erkennen, auch da muss man sich nicht darin einkaufen. Man darf, also kauf dich auch in kein Business, in keine Modalität ein. Geh nicht von Kurs zu Kurs, weil du eben vielleicht denkst, du musst von Kurs zu Kurs gehen, weil so macht man das. Genau. Und wenn du von Kurs zu Kurs zu Kurs gehst, dann bist du endlich frei, sondern wirklich wähl immer das, was für dich stimmig ist gerade in diesem Moment. Und ja, wo du einfach wirklich merkst, okay, das würde mir beitragen. Und nicht, weil du dich da auch wieder irgendwo eingekauft hast, oh, ich muss das alles machen. Weil die andere macht das ja auch und bei der sehe ich, dass die total glücklich ist. Deswegen ist das auch mein Weg. Nein, es muss nicht unbedingt dein Weg sein. Und die Werkzeuge, mit denen wir zwei spielen, müssen nicht unbedingt auch deine Werkzeuge sein, mit denen du spielen möchtest. Das Coole ist nur, die Information zu haben, es gibt Werkzeuge und es gibt verschiedene Modalitäten und du kannst ja auch da aus allen alles rausholen und schauen, was für dich funktioniert und das andere lässt du beiseite. Genau. Das hast du so schön gesagt. Danke. Das ist ja auch überall da, wo wir uns einfach erlauben, unser eigener Guru zu sein, oder? Mhm. Das ist übrigens kein Satz von mir, sondern ich möchte an dieser Stelle Gabby Bernstein die Credits geben. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt You Are the Guru. Und es ist, ich finde, es ist so wahr, weil wie oft stellen wir Menschen einfach auf den Podest. Und dann erleben wir eben diese Realitätsklatschen, wenn wir dann feststellen, oh, das ist auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler, so, ne? Mal sehr bodenständig ausgesprochen.
Ich habe gesagt, oh Mist, der hat auch nicht seinen Shit beieinander. Und jetzt dachte ich, ja, was ist, wenn du wirklich, wenn du, ich sag's immer so, was ist, wenn du der Mensch bist, nach dem du in Wahrheit immer im Außen gesucht hast? Oh, wow. Holy moly. Holy Macaroli. Das ist schön, ja. Und das heißt nicht, dass andere Menschen dich nicht inspirieren dürfen. Nur anerkenne auch, dass das sind auch nur Menschen und wir sind auch nur Menschen. Und die Daniela und ich, wir machen genauso manchmal Bock Mist. Findest du? Nein, also sehr selten, aber... Kommst du jetzt auf sowas? Wir sind deine Gurus, die Joy-Gurus. Nein. Nein, 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 nein. Du musst jedes Mal, bevor du uns aufdrehst, ein Räucherstäbchen anzünden. Nein, bitte Scherz an dieser Stelle, okay? Scherz, Scherz, Scherz. Aber das ist vielleicht auch etwas Schönes, wo du erkennst, wo bist du wirklich in Freiheit. Sobald dir eine Person auch so sagt, was du zu tun hast, geht es nicht mehr um Freiheit. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein ganz cooler Hinweis. Ja. Sobald dir jemand sagt, du musst aber jetzt nochmal zu einer Session kommen und du musst nochmal zum Kurs kommen und du musst noch einmal dies machen und du solltest meine Ratschläge befolgen, da reden wir nicht von Freiheit. Freiheit und, ist, was funktioniert für dich und wähle genau, für dich. Genau, genau. Und es kommt trotzdem auch, finde ich, immer so ein bisschen einfach auch auf die Energie von dem Menschen an. Mhm. Ja, also sei dir dessen gewahr, Joybomb, dass auch wenn jemand Worte verwendet, die so klingen, als ob du alle Freiheiten hättest und du fühlst dich aber nicht frei, dass du da auf dein Gefühl hören darfst. Und andersrum, dass wenn jemand Worte verwendet, wo dein Verstand dir sagt, naja, das ist jetzt aber nicht richtig formuliert und du merkst aber, in dir geht ein Raum auf, so, it's okay, it's okay. Genau, also vertraue deiner Wahrnehmung, vertraue dem einfach. Und das andere ist dieses, und wo halte ich mich zurück, weil ich gerne in meiner Komfortzone sitze. Ja. Voll schön. Es ist voll schön. Es ist voll schön, schön. Weißt du, was für mich auch noch Freiheit ist? Mhm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den irritieren auch manchmal oft Leute. Oh ja, was? Sich so wirklich zu erlauben, alles und jeden zu verlieren. Und ich glaube, das hatte ich jetzt auch wieder so die letzten Tage, dieses, okay, wow, bin ich wirklich bereit, alles und jeden zu verlieren? Bin ich bereit, mein ganzes Leben zu verlieren? Mhm. Und da bin ich auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen. Und es war so, ah, nein! aber nein! Ach komm! Nur, es war wirklich mal wieder richtig, richtig cool, weil eben, du wirst dir bewusst, du wirst dir gewahr darüber, du kannst von heute auf morgen tatsächlich alles verlieren. Und wie cool ist es eigentlich? Und wie viel Spaß kannst du damit haben? Auch wenn es scheiß unbequem ist. Ja, und ich habe auch so für mich jetzt gerade so ein paar Sachen losgelassen, wo ich so gemerkt habe, okay, da habe ich nicht wirklich aus meiner Freiheit heraus gewählt, sondern ich habe es gewählt, weil ich mich wo eingekauft habe, dass ich es wählen muss. Und es war so gut, da so ein paar Sachen einfach gehen zu lassen. Ich meine, es waren nur Kleinigkeiten, ja, keine großen gravierenden Dinge. Aber trotzdem, es war gleich so, okay, wow, cool. Ja. Wow. Danke fürs Teilen, danke für deine Verletzlichkeit. Ja, gerne. Was ist, wenn du dir erlauben könntest, deine komplette Existenz zu verlieren? Das war so, was bei mir in den letzten Tagen so hochgekommen ist, wo ich mir gedacht habe, so, wow, what the fuck, ja. Aber was ist dann wieder möglich? Und wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, von denen ich mich da gelöst habe und getrennt habe. Und trotzdem hat es mir wahnsinnig viel beigetragen und auch wieder dieses, da in die Energie reinzugehen, okay, erlaube ich mir das? Und auch wenn du das jetzt nur für 10 Sekunden wählst, schau mal, was es für einen Raum für dich macht. Wenn du wirklich mal in diese Frage auch gehst, okay, cool, wie kann ich alles verlieren? Das ist eigentlich da dieser Punkt, wo du, was nicht heißt, du verlierst alles, aber da ist der Punkt, wo so ein Raum aufgeht, wo du merkst, okay, das ist Freiheit, das bedeutet Freiheit, sich zu erlauben, dass alles weg sein darf. Mhm. Und ja,
wann war denn das? Anfang des Jahres? Mhm. Genau, ist ja auch bei mir eingebrochen worden. Ja, da kam auch eine ganz schöne Menge weg, ja, kann man mal so sagen. Und das war auch ein cooles Erlebnis. Und das Schöne war auch so mit den Tools, die wir halt haben oder die wir halt verwenden, war es auch so, dass ich gar nicht so in diesem Drama drinnen war, sondern es war so, okay, cool, was mache ich jetzt? Klar habe ich meine Wohnung auch energetisch gesäubert, habe da ein paar Tools angewandt, etc., etc., aber es war nicht mehr so dieses, oh mein Gott, wie schlimm ist das? Weil das ist das, was wie die meisten Menschen reagiert haben, so im Außen dieses, oh mein Gott, aber dann wird ja wieder alles viel schlimmer. Und dann ist es ja auch eine Projektion, die mich trifft, und da war es cool, auch von diesen Projektionen sich da gar nicht so drin einzukaufen, sondern okay, es ist alles cool, es ist alles cool, auch wenn viel weggekommen ist. Es ist cool, alles ist cool. Und letztendlich ist es ja auch nur ein Zeichen. So habe ich es dann gesehen. Ich habe mir dann erlaubt, das aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Also es ist ja irgendwie so ein Zeichen, dass man reich ist, erfolgreich ist, was auch immer, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Mhm. Und wie sehr muss jemand anderem Mangel sein, um auch zu glauben, er muss dich beklauen. Und das betrifft jetzt nicht den Einbrecher per se, sondern überall da, wo du irgendwie bei den anderen was abschaust oder etwas kopieren möchtest. Ja, gut. Mhm. Das ist auch etwas, wo du nicht frei bist. Ja. Weil du schaust dich im Außen um. Ja, wie macht der das? Und ja, ich nehme jetzt das harte Wort klauen, ja, wo du anfängst, Dinge, geistiges Eigentum, sage ich jetzt mal, von anderen Menschen zu klauen. Und das ist nicht wirklich Freiheit. Da machst du etwas aus einem Mangel heraus. Mhm. Weil es ja im Grunde auch genau das ist, dass du dir selber erzählst, dass du nicht fähig bist. Ja, genau. Was Geiles zu erschaffen. Genau. Dass du nicht fähig bist, dir, keine Ahnung, einen geilen Podcast-Titel auszudenken, dass du nicht fähig bist, einen geilen Podcast zu machen. Genau, zum Beispiel, oder dass die Art und Weise, wie du sprichst oder so, halt nicht so cool ist oder so, ne? Mhm. Und das will ja sowieso keiner hören, und deswegen gehst du da lieber in die Art und Weise, wie jemand anders spricht. So, das sind ja im Grunde auch solche Sachen. Es fängt sogar damit an, ich mache jetzt einen Podcast nur, weil wer andere einen Podcast macht. Mhm, stimmt. Da fängt schon an. Stimmt. Da bist du schon auf irgendeine Art und Weise gar nicht mehr frei. Weißt du, worin ich mich eingekauft habe? In was denn? Vor unserem Podcast. Ich wollte... Na, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ohne Scheiß. Also als ich den allerersten Podcast gehört habe, das war ungefähr so 2016 oder 2017, ich bin dann so voll zum Podcast-Girl geworden und ich habe es einfach geliebt und habe aber nie so in Erwägung gezogen, dass... irgendwann auch mal zu machen. Ja, genau. Und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe total Lust drauf. Und dann habe ich so lange gebraucht, bis ich mir das erlaubt habe, einen Podcast zu machen, weil ich dachte, ja, aber nicht, dass die anderen jetzt denken, ich mache das nur, weil ich das machen muss und nicht das. Und dachte mir irgendwann so, okay, also entweder du frittierst jetzt dein Hirn mit deinen Gedanken weiter oder du atmest jetzt einfach durch und machst das, worauf du Lust hast. Und so sind die Joybombs geboren. Tada! Joybombs! Joybombs! Ich krieg's gar nicht raus. Aha. So spannend, oder? Oder? Wilde Welt. Mhm. Wilde Welt. Und wie cool, dass du das auch teilst, dass, also was du für dich aus diesem Thema mit dem Einbruch gemacht hast. Mhm. Danke dafür. Das ist eine sehr coole Energie zu spüren. Eben, wenn so etwas passiert, geht es da wirklich nicht in das Drama. Lasst euch nicht von euren ganzen Ängsten und Gefühlen dann steuern und leiten. Und ich war voll in Aktion. Also ich bin dann auch wirklich so heimgekommen. Ich habe gewusst, welche Leute kann ich jetzt anrufen, die mir eben zum Beispiel, die mich einfach unterstützen auch, das wieder energetisch zu reinigen und so. Also ich habe wirklich so geschaut, okay, was mit meiner Katze? Dann habe ich geschaut, dass ich das nicht auf meine Katze drauf projiziere, dass da was Schlimmes passiert ist. Die Katze war ziemlich cool, weil sie mir kommuniziert hat, den Verlauf, wie er eingebrochen ist, was ich sehr interessant fand. Mhm.
Oh, wow. Die Polizei hat es auch rausgefunden, aber es war sehr, sehr spannend, auch die Katze zu beobachten, was sie gemacht hat. Und ich bin eben nicht heimgekommen und habe so ein Drama auf sie drauf gemacht, sondern es war wirklich so, okay, Liri, setzen wir uns mal hin. What happened? Ich koche jetzt einen Kaffee und dann erzählst du mir mal, was passiert ist. Genau. Krass. Cool. Ich gebe dir ein paar Leckerlis und dann. Das war wirklich spannend. Also die mir das signalisiert hat. Das war echt interessant. Ja, und dann einfach so seine Sachen zu machen und zu schauen, okay, was trägt mir jetzt alles bei? Wer trägt mir bei? Und eben, ich hätte zu dem Zeitpunkt eben nicht die Leute angerufen, wo ich gewusst hätte, die hätten so ein draus gemacht. Das tue ich dann einfach nicht, auch wenn ich weiß, die wollen ja auch nur nett sein. Das ist es ja, klar, natürlich wissen wir das und trotzdem dürfen wir halt selber für uns wählen, so was trägt mir gerade wirklich bei, was hilft mir jetzt auch, ne? Genau, ja. Na, es war sehr lustig. Und von daraus habe ich dann auch wieder andere Wahlen ge getroffen. Ich meine, so Geld oder so lasse ich jetzt nicht einfach in meiner Schreibtischlade liegen. So auf super naiv. Also Leute, vergesst es bei mir einzubrechen. An der Stelle. Ihr werdet nichts mehr finden. Also die Wahl, das in meiner Schreibtischschublade zu haben, hat definitiv Gewahrsein kreiert. Aber wirklich. Nicht nur für dich, sondern für alle Menschen, mit denen du auch da Kontakt hattest und das erzählt hast, gell? Genau, ja. Also ich habe definitiv andere Wahlen getroffen. Was cool ist, ja. Ja. Vielleicht ist das auch Freiheit, dass du dir wirklich erlaubst, alles aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Voll, voll. Ja. Und auch wirklich so die Ansichten, die Projektionen, Bewertungen, Erwartungen, all diese Dinge einfach nicht mehr wahr und real zu machen von anderen Menschen und nicht darauf reagieren zu müssen. Ja. Ah, diese Freiheit. Joybomb, atme mal ein und spüre mal die Freiheit. Danke, dass du da warst in dieser Folge. Wir freuen uns wie immer, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und in diesem Sinne, zünde die Joybomb und lebe deine Freude.